Kalter Crash am Aktienmarkt. Herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Die Ukraine als Spielball im Ost-West-Konflikt. Putin hat erneut zugetreten und die Republiken Lugansk und Donetsk anerkannt. Damit ist das Minsker Abkommen beerdigt, dessen Ziel ja gewesen ist, ein Waffenstillstand und darüber hinaus eine Anerkennung der beiden Regionen. Aber innerhalb der Ukraine, als Staatsgebilde der Ukraine, in einer überarbeiteten ukrainischen Verfassung, wo auch die beiden Republiken bzw. Regionen mit dran gearbeitet hätten. Nun also wird das nichts. Willkommen zurück im einst überwunden geglaubten Kalten Krieg, dem hoffentlich kein kalter Crash am Aktienmarkt folgt. Mein Name ist Thorsten Tiet und wir fragen uns in diesem Video, wie gehen wir als Aktionäre mit dieser erhöhten Unsicherheit an der Börse um? Kaufen, verkaufen, das sind wahrscheinlich die Extremreaktionen, wie man darauf reagieren kann. Ich gebe an dieser Stelle ganz wichtig, keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlungen ab. Kommen wir mal zur ersten Reaktion, zum Verkaufen. Solltest du verkaufen eventuell? Und jetzt magst du den einen oder anderen überraschen. Ich schließe das gar nicht aus. Möglicherweise ist es sogar besser, wenn du verkaufst, falls du dich mit deinen Positionen sehr unwohl fühlst. Meistens ist es damit verbunden, dass du nicht lang am Aktienmarkt bist. Das reicht aber noch nicht alleine aus, sondern du hast keinen wirklichen Plan. Du hast nicht in Qualitätsaktien investiert, sondern vielleicht hast du bei einem Neobroker dein Konto eröffnet, hast du dann immer nur bisher auf dem Handy getradet, gehandelt, aber nicht wirklich langfristig investiert, weil es gefühlsmäßig, erfahrungsgemäß immer nur nach oben gegangen ist, wenigstens längste Zeit. Wir haben ja bereits den Tech Crash und jetzt kommt ja nochmal was gegebenenfalls hinzu. Möglicherweise bist du jetzt mit deinem Depot im Minus, haben sich deine Träume vom leicht verdienten Geld zerschlagen und sitzt du jetzt bei einem Depot, was eher einem roten Scherbenhaufen ähnelt. In diesem Fall, falls du also nicht sagen kannst, was deine Investmentstrategie eigentlich ist, falls du eher auf das schnelle Geld ausgewiesen bist, falls du jetzt erkennst, dass es nicht funktioniert, dann mag jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sein, mal einen Schritt zurückzugehen, auch Verluste zu realisieren und zu sagen, okay, ich gehe das Ganze nochmal ein bisschen ruhiger an, mit einer realistischeren Erwartungshaltung, vor allem auch mit Plan, indem ich beispielsweise, und dafür steht der Aktienfinder und dafür stehe ich, nämlich beispielsweise in Qualitätsaktien investiere. Das ist ein Extrem, also Verkauf, aber nicht verkaufen nur aus Angst, sondern ich sage mal verkaufen aus einer Einsicht, dass die Strategie, falls man es überhaupt Strategie nennen kann, die man momentan fährt, nicht wirklich nachhaltig ist, auch nicht erfolgsversprechend ist und du dich damit nicht wohlfühlen würdest, dann ist das Motto besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Musst du aber natürlich für dich entscheiden, ob das auf dich zutrifft. Wenn man allerdings in Facebook-Foren etc. schaut und dann die Fragesteller sich anschaut und sagt, ist euer Depot genauso rot wie meins heute und wann endet das und was soll ich tun, dann deutet es darauf hin, dass relativ viele sich diese Frage stellen könnten. Gehen wir aber auf die andere Seite und es ist eigentlich die Seite von denjenigen, die eher langfristig investieren, hoffe ich, diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen gefestigter sind am Aktienmarkt und die fragen sich eher, wie kann ich von der Situation profitieren? Die moralische Fragestellung, die lassen wir mal hier komplett außen vor, das ist nicht zielführend und ich denke, es gibt dann zwei Reaktionen oder zwei Strategien auf zwei Arten von Aktien, dass sie auch sehr naheliegend sind, wo man versuchen kann, eben dann sein Glück in Anführungszeichen mit dem Unglück anderer zu machen. Das eine wären Aktien von Kriegsgewinnern kaufen, sage ich es mal so. Und da kommen in erster Linie die Aktien von Rüstungskonzernen in Frage. Ich denke, das liegt auf der Hand. Aber auch die Aktien von Rohstoff- und Energiekonzernen. Und dann gehen wir mal hier in den Aktienfinder rein, werfen ihn an und schauen uns zunächst mal die Rüstungskonzerne an
Und dann zeige ich dir, wie du an Rüstungskonzerne kommst. Relativ einfach. Du filterst hier einfach, gehst hier auf den Supersektor und gibst hier mal Rüstung ein oder Verteidigung. Was gibt man denn ein? Raumfahrtverteidigung, so heißt das Ganze hier. Oft sind das auch Raumfahrtkonzerne wie Lockheed Martin beispielsweise. Und dann würde ich sagen, Dividendenwachstum könnte man, kann man, das, ich würde ein anderes Ranking nehmen, ich würde nur auf Cashflow-Wachstum beispielsweise gehen, weil hier spielen die Dividenden noch nicht die hohe Rolle, die sie bei der nächsten Kategorie von Aktien spielen, die ich dann vorstellen werde. Wir sind hier also bei den Rüstungskonzernen angelangt. Kann man hier mal nach Marktkapitalisierung sortieren und dann sieht man hier schon, dass es sich um relativ große Unternehmen handelt mit Marktkapitalisierung von teilweise über 100 Milliarden Euro und im zweistelligen Bereich hier sehr viele. Schwerpunkt USA in diesem Fall. Wenn du dir mal schaust, wie die Aktien so gelaufen sind in der jüngeren Vergangenheit, aber gerne auch Blick zurück auf 5 oder 10 Jahre, dann haben wir hier doch eher mehr Grün als Rot. Ach, hier unten ist mehr Rot als Grün. Das sind dann die kleinen sozusagen, das ist auch schon eine Erkenntnis. Wenn du auf Rüstungsaktien, in Rüstungsunternehmen investierst, dann spiel lieber mit den großen Jungs. Das wären da hier Raytheon Technologies, Boeing, Lockheed Martin, Airbus, Northrop Grumman, General Dynamics, Safran aus La France und so weiter. L3Harris ist auch noch relativ bekannt. Was ist meine Meinung dazu? Kann man machen, muss man aber nicht. Das heißt, ich erwarte jetzt keine fundamentale Geschäftsänderung aufgrund der Tatsache, dass das Minsker Abkommen tot ist und dass wir jetzt einen neuen Ost-West-Konflikt haben, der sich noch stärker versteift hat, als es vorher schon der Fall war. Aber diesen Ost-West-Konflikt, übrigens ist er nicht der einzige, wir haben ja auch einen Ost-West-Konflikt zwischen den USA und China. Jetzt haben wir halt noch einen zwischen USA inklusive Europa mit Russland, Sowjetunion hätte ich fast gesagt. Das ist an sich jetzt keine neue Situation. Und ich habe vor kurzem auch Lockheed Martin analysiert, als die Aktie gefallen ist. Mittlerweile hat sie sich wieder gefangen und auch etwas erholt. Das sehen wir hier. Als sie gefallen ist, habe ich sie mal analysiert. Und bei Lockheed Martin laufen die Geschäfte auch nicht unbedingt rund. Wir haben sogar hier leicht rückläufige Umsätze von 2021 dann mit dem Ausblick aufs nächste Jahr 2022. Wir haben hier auch einen gewissen Margendruck und das wird sich nicht ändern, nur weil Putin jetzt die beiden Republiken anerkannt hat und je nach Quelle russische Panzer bereits in die Separatistengebiete rollen. Also das wird sich jetzt nicht zentral ändern. Ich glaube, hier keine dieser Unternehmen wird jetzt plötzlich irgendwelche Großaufträge kriegen. Kann natürlich mit meiner Hand ins Feuer legen, aber ich vermute erstmal nicht, dass sich die grundlegenden Spielregeln ändern. Das heißt, wenn du in eine dieser Aktien investieren möchtest, und Lockheed Martin ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dann solltest du das unabhängig von dem aktuellen Konflikt tun. So beispielsweise, weil dir die Dividendenrendite zusagt, jetzt sind wir doch bei der Dividendenrendite angelangt, weil Lockheed Martin eben doch ein solider Dividendenzahler ist, sieht man hier auch ganz schön. Und die aktuelle Dividendenrendite mit 2,8% liegt leicht über dem langfristigen Mittel. Das sieht man hier, wenn man 5-Jahres-Korridor einblendet, lag sogar schon mal etwas weiter drüber. Also hier hätte man dann schon etwas Auswahl. Wenn man auch Boeing zum Beispiel anguckt, da muss man auch noch mal ein bisschen vorsichtig sein, weil die haben ja mehrere Segmente. Auch Lockheed Martin hat mehrere Segmente, nicht ausschließlich in Rüstung, beispielsweise auch in Raumfahrt. Und das sieht man hier bei Boeing, dass die auch gewisse Probleme haben, in der zivilen Luftfahrt beispielsweise. Also es bleibt dabei, für mich jetzt nicht automatisch ein Kauf, nur deshalb, weil jetzt stärker mit den Säbel gerasselt wird. Die Rüstungskonzerne. Was gibt es noch? Es gibt noch Energiekonzerne und ich denke, da macht die Dividende auf jeden Fall Sinn, wenn man hier ein Ranking erstellen möchte. Das wäre dann Erdöl und Gas. Also können wir hier beispielsweise mal Gas eingeben. Dann gehen wir mal erstmal nur auf die hier, Erdöl und Gas. Kann man hier mal auf die, so, Erdöl und Gas, haben wir noch mehr Unternehmen drin.
Und wenn man dann hier mal das Ranking beispielsweise auf Dividendenertrag, also auf hohe Dividenden ändert, dann sieht man auch schon, dass wir hier mehr Regenbogenfarben haben als zuvor. Auch hier sind, sehen wir mal nach Marktkapitalisierung, auch hier sind ganz, ganz große Konzerne dabei, noch größer als bei den Rüstungskonzernen es der Fall ist. Da hatten wir ein paar Unternehmen, eine Handvoll, die bei über 100 Milliarden Euro waren. Hier haben wir sogar Unternehmen, die über 200, fast an 300 Milliarden Euro Marktkapitalisierung kommen. Exxon war ja mal das wertvollste Unternehmen der Welt eine Zeit lang. So, und dann sehen wir auch hier die Dividendenrenditen, wenn man da mal hingeht und absteigend vorangeht, dann sieht man hier Dividendenrenditen teilweise im zweistelligen Bereich. Nicht ganz zufällig hier sehr hohe Dividendenrenditen bei russischen Konzernen. Da auf die kommen wir dann auch noch drauf. Das ist eine neue Kategorie, aber viele dieser russischen Konzerne sind eben auch Konzerne, die entweder Rohstoffe abbauen und oder Erdöl bzw. Gas liefern, was im weitesten Sinne ja auch ein Rohstoff ist. Wenn man sich mal dann anschaut, wie die so gelaufen sind im Großen und Ganzen, dann sieht man auch hier relativ viel Grün. Was vielleicht Sinn macht hier an der Stelle ist, wenn man Russland einfach mal rausschmeißt, Russland mal entfernen und dann sieht man, dass etwas mehr Grün da sein sollte jetzt als zuvor, ja? Weil die ganzen russischen Aktien jetzt rausgeflogen sind. Hier aber im Prinzip das Gleiche, wenn du dir die Klassiker anschaust, welche haben wir denn da? Gehen wir mal nach der größten Marktkapitalisierung, dann kriegen wir es ja automatisch. ExxonMobil, Chevron etc. Dann sind die meisten halt schon relativ gut gelaufen, haben sich also vom Corona-Crash erholt, weil wir eine V-förmige Erholung hatten in der Wirtschaft. Entsprechend sind auch die Rohstoffpreise angezogen. Selbe mit Öl und Gas. Und wir haben jetzt halt schon Kurse, die relativ weit oben sind und auch, wo die Analysten sagen, viel höher sollte es von den Gewinnen her nicht mehr gehen. Jetzt auf diese Unternehmen zu setzen, weil wir eben, wir siehst du es auch, wie hoch der Aktienkurs momentan ist, jetzt zu glauben, dass es noch höher geht, würde ich jetzt nicht unbedingt mein Geld da drauf setzen. Also ich bin eh nicht derjenige, der ein Depot voller Zykliker hat. Das kommt ja noch hinzu. Wenn du da zu einem ungünstigen Zeitpunkt einsteigst, dann bist du halt oben eingestiegen und machst dann eben entsprechend die Bewegung nach unten wieder mit. Kann sein, dass zum Beispiel amerikanisches Fracking-Gas profitieren wird, wenn Nord Stream 2, die Pipeline, nicht in Betrieb gehen würde, zunächst mal aufgrund der Spannungen. Kann schon sein, dass das ein oder andere Unternehmen davon profitiert, aber auch hier politische Börsen haben kurze Beine und dass jetzt die Rohstoffpreise nochmal ganz deutlich ansteigen sollten und vor allem für längere Zeit, damit du davon profitieren kannst, würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Also das wäre jetzt auch nicht unbedingt eine Strategie, die ich für sehr attraktiv empfinde. Gibt es noch eine andere Strategie, wenn man ein ausreichendes Nervenkostüm hat? Und das wäre, man würde einfach hingehen und in russische Aktien investieren. Das heißt, wir filtern hier mal nach dem Land und da ist dann auch Russland hier. Und wir haben ja auch russische Aktien im Aktienfinder. Bist du gerade selber Zeuge gewesen? Und da würde ich auch mal Dividendenertrag als Ranking drin lassen. Da sieht man noch, wie hoch das Ranking hier ist. Ebenfalls Dividendenrenditen hier, die sich wirklich gut sehen lassen können. Warum? Unter anderem, weil russische Aktien in den Segmenten bzw. Branchen Rohstoffe, Erdöl, Erdgas sowieso naturgemäß sehr gute Dividendenzahler sind. Nicht im Sinne einer kontinuierlichen Dividende, die immer sicher erhöht wird, sondern im Sinne einfach einer hohen Dividende, die jetzt noch höher geworden ist, weil wir Kursverluste haben. Hier siehst du die Kursgewinne auf 6 Monate. Wenn ich hier mal absteigend sortiere, dann siehst du hier Kursverluste teilweise. Die höchsten Kursverluste interessanterweise haben die russischen Technologieaktien wie Yandex oder Nicht-Rohstoffkonzerne wie die Moskauer Börse oder die Einzelhandel X5 Retail Group. Aber auch andere, Aeroflot, aber auch andere Aktien, die
in den eher klassischen russischen Branchen unterwegs sind, die haben auch hier zweistellige Kursverluste und sehr wenige Gewinner. Hier haben wir zwei Gewinner. Alle anderen haben stark verloren. Das hat natürlich entsprechend die Dividendenrendite nach oben getrieben. Und die Dividende, gerade in diesem Fall würde ich sagen, sollte bei dieser Strategie, die ja die Strategie der Kaltschnäuzigkeit quasi ist, sollte da eine besonders hohe Rolle spielen, weil die sehr risikobehaftet ist. Und da ist es natürlich von sehr großem Vorteil, wenn man aus seinem Investment immer Cash rausziehen kann und in Sicherheit bringt, ohne natürlich die Aktie zu verkaufen. Und das geht halt nur über Dividenden. Das heißt, da wird es tatsächlich dann schon mal Sinn machen, sich vielleicht zum Beispiel auch an der Dividendenrendite zu orientieren. Jetzt haben wir hier dreimal 20% Dividende, aber wenn wir hier einfach mal bei Surgutneftgas da mal reinklicken und uns mal die Dividende anschauen, dann sehen wir schon, dass die nicht von Dauer ist. Das sieht man auch sehr gut im Dividendenturbo, dass die Dividenden immer mal wieder ganz stark anziehen, aber dann wieder ganz stark nachlassen. Das heißt, hier wäre dann eine Dividende nicht von 20%, sondern von 2% zu erwarten. In den nächsten Jahren ist also nichts. Wenn wir aber Alrosa mal anschauen, dann wäre das jetzt schon eher was, wo wir mit Dividendenrenditen laut den Analystenschätzungen rechnen könnten, die deutlich höher sind im zweistelligen Bereich um die 15%. Was man natürlich auch immer noch machen muss, ist, und das ist eben die große Unbekannte, wie werden sich die Sanktionen, die neuen Sanktionen auf diese Unternehmen auswirken. Wir haben ja bereits seit 2014, spätestens seit der Annexion der Krim, Sanktionen gegenüber Russland. Und das heißt, Russland ist auf der einen Seite gewohnt, mit Sanktionen umzugehen. Deshalb schreckt es die wahrscheinlich nicht so besonders. Aber es kann natürlich immer sein, dass wenn neue Sanktionen kommen, die dann auch gewisse Branchen besonders hart oder auch einzelne Unternehmen oder Anteilseignern von Unternehmen, Stichwort Oligarch, besonders hart treffen. Und das ist die große Unbekannte. Morgen werden wahrscheinlich oder in den nächsten Tagen schon die ein oder anderen Sanktionen bekannt gegeben. Das ist natürlich die Frage, wie trifft es was? Und eins ist auch klar, die USA werden versuchen zu profitieren von den Sanktionen, also auch wirtschaftlich. Das Ganze ist ja jetzt keine rein humanistische Veranstaltung, sondern sind ja auch knallharte Interessen dahinter. Das mit dem Fracking-Gas habe ich ja schon erwähnt, und da kann es durchaus sein, dass sich die Geschäftsaussichten vom einen oder anderen, beispielsweise Gaslieferanten wie Gazprom, verschlechtern werden. Also das ist natürlich ein hohes Risiko, eine solche Strategie zu fahren, ist aber möglich. Ich denke, die für die meisten Leute beste Strategie ist aber einfach, in Qualitätsaktien zu investieren. Dann hast du A, ein gutes Gefühl, unabhängig von der konkreten Börsensituation, weil du an diese Unternehmen glaubst. Und du hast auch tatsächlich darüber hinaus die besten Aussichten, in einem schönen, qualitativ hochwertigen, diversifizierten Depot von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Ist jetzt nicht so, dass dein Depot dann nicht mit in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Das sieht man auch an unserem Starterdepot hier. Wir haben noch Kursgewinne, aber die sind jetzt nur noch in Anführungszeichen bei 13,2%. Die waren schon bei über 20%, das sind die absoluten Kursgewinne, haben 2019 damit angefangen zu investieren in 20 Qualitätsaktien. Aber wir sind nach wie vor im Plus. Und wir gehen einfach davon aus, weil wir an die Unternehmen glauben, dass sie sowohl den Cash-Crash gut überstehen, als auch jetzt den, ich hoffe es nicht, kalten Crash am Aktienmarkt und was auch immer da kommen möge. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja nur noch andere Dinge, die jederzeit wiederkommen können. Denken wir beispielsweise an China und Taiwan. Nur weil es jetzt nicht in den Medien ist, heißt es ja jetzt nicht, dass der Konflikt gelöst sei. Er schwelt weiter, er tut einfach nur momentan nicht die Schlagzeilen ausfüllen, weil es andere Dinge tun. Das heißt, es wird immer wieder irgendwas Neues kommen, was bei dir, was am Aktienmarkt erstmal für Unruhe sorgt und auch bei dir für Unruhe sorgen wird, wenn du als Investor kein schön breit aufgestelltes Depot aus Qualitätsaktien hast. Und das ist meine Rede, und diese Geschichte, was jetzt hier im Osten der Ukraine passiert, ist
nichts anderes als ein erneuter Anlass, darauf hinzuweisen. Jetzt wäre es mal für mich interessant, wie du das siehst, welche Strategie du fährst. Ich habe ja ein paar Sagen gesagt, fühlst du dich eher angesprochen als jemand, der vielleicht jetzt einen Schritt zurückgehen sollte, tatsächlich auch Verluste realisieren sollte, weil er merkt, jetzt, wo es an der Börse ungemütlich wird, ich bin doch nicht so gut aufgestellt. Bist du eher jemand, der versucht, aus der aktuellen Situation Kapital zu schlagen? Absolut nicht verurteile. Also beispielsweise über russische Aktien kaufen oder in eine Branche zu investieren, die davon jetzt gegebenenfalls profitiert. Falls ja, würde mich auch mal interessieren, in welche Branche du investieren würdest, beziehungsweise auf welche Aktien du es abgesehen hast. Oder sagst du, nee, ich bin in Qualitätsaktien dran. Ich fahre meine Strategie einfach weiter. Ich mache es beispielsweise mit Aktiensparplänen. Und egal, was passiert an der Börse, wenn es runtergeht, kaufe ich einfach mehr durch den Cost-Average-Effekt. Wenn es hochgeht, kaufe ich ein bisschen weniger. Bei der Summe geht es langfristig eh hoch. Okay, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe mal, dass der Kalte Krieg nicht irgendwann heiß wird, sondern dass sich das Ganze wieder normalisiert. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.